Hier seht ihr den archäologischen Grenzkomplex Heiterbo und Danneberg, der seit 2018 UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte ist. Eine über 1000 Jahre alte Geschichte, die dieses Denkmal zu erzählen hat. Man kennt ja die Aussage, mehr Schein als Sein. Meiner Meinung nach kann man besonders bei Denkmalen diese Aussage in die andere Richtung drehen. Sei es wie hier ein unglaublich unscheinbarer Boden bzw. Pflaster einer Hütte eines Zeltes, das innerhalb des Zweiten Weltkriegs gestanden hat. Oder wie hier in Heiterbo, der Schein eines Dorfes durch die rekonstruierten Häuser. Jedoch war das in der Wikingerzeit ein ganz anderes Bild. Es war eines der wichtigsten Handelszentren Europas. Unzählige Händler, viele Häuser und meist vollbesetzte Ladungsbrücken mit Schiffen aus ganz Europa. Oder das hier. Sieht nach einem ruhigen Waldstück aus, grasbewachsenem Waldstück. Es ist jedoch eine zu Heiterbo gehörende Fläche mit unglaublich vielen kleinen Hügelgräbern. Meist stecken hinter den kleinsten und größeren Auffälligkeiten und Details viel mehr Sein, als es auf den ersten Blick scheint. Als anderes Beispiel hier die Waldemarsmauer innerhalb des archäologischen Parkes. Seit 2017 im Restaurierungsprozess, oben mit einer Opferschicht aus gebrannten Ziegeln, um die unter ihr liegenden Ziegel zu schützen, um für die Zukunft zu erhalten. 5 Jahre Arbeit und Schutzmaßnahmen, um für uns alle dieses Denkmal zu erhalten. Es steckt hinter dem Denkmalschutz und der Umsetzung so viel Planung und jahrelange Arbeit, die einem beim ersten Besuch vielleicht gar nicht bewusst ist und einem gegebenenfalls auch gar nicht auffällt bzw. auffallen kann. Hier könnt ihr einen Wallabschnitt sehen. Gleich kommt die Waldemarsmauer, wie gerade eben schon in den Bildern. Diese Waldemarsmauer war zu seiner Zeit das größte Ziegelsteinbauwerk Nordeuropas mit einer Höhe von 5 bis 6 Metern. Und diese Mauer zieht sich auch unter dem Wall 4,4 Kilometer entlang der Strecke. Es sind hier also wieder viel, viel mehr Sachen nicht erkennbar und auch nicht erahnbar, als sie eigentlich sind. Doch leider überzeugt manche Menschen der Schein doch mehr als das Sein. Und am Wall entstehen immer wieder Narben. Diejenigen, die versuchen, diese offenen Wunden und Narben zu schließen. Und am Ende des Tages wird es mal leider nicht funktionieren, aber umso häufiger funktionieren, wenn alle Beteiligten die Hoffnung haben und die Motivation, unsere Denkmäler zu erhalten. Denn nur wenn wir etwas leben bzw. aufleben lassen und die Denkmäler das Leben einhauchen, was sie verdienen, und zeigen, dass die Denkmale unserer Welt und der Weltgeschichte wie Heiterbo und das Danneberg eben mehr sind, als sie scheinen, dann haben eben diese Denkmale die Chance auf ein langes Leben und auf den Platz in den Erinnerungen weiterer Generationen.